Jeffers von Charles Bukowski. Sitze hier in der Wohnung eines Freundes an der Schreibmaschine und auf dem Tisch sehe ich ein schwarzes Buch liegen. Jeffers Be Angry at the Sun. Ich denke oft an Jeffers, an seine Felsen, seine Falken, seine Isolation. Jeffers, der war wirklich noch ein Einzelgänger. Ja, der musste schreiben. Ich versuche an Einzelgänger zu denken, die nie einen Durchbruch schaffen, weder schreibend noch sonst wie. Und ich sage mir, das ist nichts Starkes. Das ist irgendwie tot. Jeffers war lebendig und allein. Und er machte seinen Standpunkt klar. Seine Felsen, seine Falken, seine Isolation, das zählte. Er schrieb es mit seinem einsamen Blut. Ein Mann in die Ecke getrieben. Aber in dieser Ecke leistete er Widerstand bis zum Letzten. Ich habe mir meinen Felsen geschaffen, stand auf dem Zettel, den er unter der Tür durchschob, als eine reizende junge Dame ankam. Kümmern Sie sich um Ihren. Es war dieselbe Dame, die es bereits mit Ezra Pound getrieben hatte. Sie schrieb es mir. Jeffers habe sie einfach so weggeschickt. Be angry at the sun. Jeffers war ein Felsen, aber er war nicht tot. Sein Buch liegt hier, links von der Maschine. Ich denke an all die Menschen in seinen Geschichten, die zu Boden gingen, sich erhängen, erschießen, Gift nehmen, sich verbarrikadieren gegen eine unerträgliche Menschheit. Jeffers war wie seine Menschen. Er verlangte Vollkommenheit und Schönheit. Und das war in menschlicher Gestalt nicht zu finden. Er fand es in anderer Gestalt. Ich finde es nicht mal dort. Ich bin wütend auf Jeffers. Nein, ich bin es nicht. Und wenn diese Dame bei mir ankommt, werde ich sie auch wegschicken. Schließlich, wer möchte nach dem alten S noch der Nächste sein?